Servus Burschen, wir sind wieder back. Heute Louis Vuitton Maxi Folge 6. Wir machen jetzt die letzten Kleinigkeiten fertig, dass wir einen ersten Start machen können und ein bisschen eine Testfahrt. Dax Factory ist voll noch ein paar Sachen, gell? KTM-Kupplung, Tank müssen wir noch entrosten. Wollte noch was sein? Fußrosten, genau. Haben wir eine KTM-Kupplung schon da? Haben wir da. Frisch aus den Vereinigten Steirischen Emirate. Jawohl. Eingeflogen. Korb plus KTM-Kupplung. Sag das einmal ein bisschen in die Kamera, dass man das besser sieht. Jawohl, Alter, das wird spannend. He? Die wird das einzige sein, was uns die 130 km/h ermöglicht haben. Kupplung. Probe. Ja, hört sich gut an. Am feinsten. Jawohl. Okay, ich würde sagen, ich zeige euch, was die Lage ist und dann starten wir die ganze Sache. Gell? Ja, das ist Louis Vuitton Maxi. Mittlerweile eh schon in aller Munde, oder? TikTok 50.000 Aufrufe am Wochenende. Frage, oder? Und da fällt, wie gesagt, noch die KTM-Kupplung da drinnen. Die weiß aber schon da liegt, Gott sei Dank. Und die werden wir da jetzt einbauen, Dax, gell? Was fällt uns noch? Sind da Alubuchsen, sagst du? Ah, nein, da ist eine um. Ist eine um, okay, perfekt. Wirklich eine um? Ah ja, schau. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, oder, ob die da rein passt. Schauen wir mal, ob überhaupt der Korb aufpasst. Die Verzahnung richtig aufgeschweißt ist. Den her passt es, gell? Mhm. Das sieht man jetzt auch schön. Ist denn durch das schräge Getrieberadl, oder? Wasserdruckt. Ja. Okay, ich suche mal die Passscheiben und dann starten wir das Ganze. Let's go! KTM-Kupplung mit Korb, alles da. Video könnt ihr euch eh anschauen, gibt es noch vom Projekt Blueprint die genaue Erklärung und das alles. Und der Dax Factory wird da jetzt mit Passscheiben und so weiter schauen, dass die perfekt reinpasst. So, alle, wir schauen noch nach, was wir da für eine Abstufung drin haben. Wir haben da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Federpakete. Paket heißt, einmal auf die Seiten, einmal auf die Seiten zusammen. Und noch ein Beilegscheiben von, schätzen wir mal, 1 mm. Ja, zum Starten schaut das einmal gut aus. Können wir so lassen. Bauen wir wieder zusammen. Dann bauen wir einen Korb ein. Jetzt messen wir noch da die richtigen Passscheiben. Die richtigen Passscheiben finden, damit das zusammenpasst. Wir schauen einmal. Wenn wir ganz hinten sind, geht das ja auf jeden Fall einmal aus. Schauen wir, ob sich das mit der Kupplung auch ausgeht, dass die nicht streift. Wie viel haben wir da? Haben wir auch relativ viel Spül. Passscheiben graviert. Oben, das heißt, es wisst immer, was für Distanz die Passscheiben hat. Gibt es in alle Variationen, Abstufungen für die Hinterseiten, für die Vorderseiten. Wir fangen einmal mit den 2 mm an. I'm in the big leagues, Tony don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. 1 mm. Vorne zwei hinten, ein Zehntel habe ich nachher nach hinten reingelegt. So macht es Freude. Kacke, ich habe ja ein Dings vom Ledermann Bremsenreiniger. Glaubst du, wenn ich das reinige, geht dann das alles runter? Wenn du das viel nimmst, schon gell. Ledermann hat Spezialbremsenreiniger, da geht das. Ich probiere es. Nur rein. Keul? Keul passt. Keul Teil 2 passt. Geht's gut, der ist voll drin. Ich bin ein wenig schräg. Der Kopf ist wieder raufgekommen. Haben wir schon ein wenig frei gemacht. Chats, but they all in the rest. Had a few friends, but they suck in the past. I don't even trip when I'm thinking about that. Hopped in the whip and we all in black. Shawty wanna ride to the hop in the back. See us 100, seen a rap on the dash. They ain't catching up, dog, I'm moving too fast. Yeah. I'm in the big leagues, so they don't miss me. Wenn ihr eine normale Mutter nehmt, ist der Schalter immer eine Spur drüber, yeah, dass die Kupplung fest wird. Müsst auf die Kupplung rauf. Also, wenn wir da dann ein wenig aus Wicker bohren. Das heißt, wir machen da
normales 10er oder ein 12er. Ja. Dann drückt das schön auf die Kupplung auf und nicht auf die Kurve rein. Sehr schön. Deshalb reißt es immer die ganzen Zehen beim Getriebe, oder? Ja. Das ist der Grund, warum die Zehen fliehen. Nachbar hat mir nämlich eine Zitronenseile gebraucht. Danke Nachbar, würde ich nur sagen. Und jetzt füllen wir das ein. Danke, wir müssen noch in Trosten. Ich habe das da jetzt gerade aufgekocht mit dem Wasserkocher. Es kennt sehr unsere alten Schmähs. Das ist echt faszinierend. Heute können wir schon bei jeder Aktion sagen, schaut euch das Video an, was es gibt dazu. Oder? Auf alle Fälle. Und jetzt füllen wir da jetzt ein. Sehr entspannt. Also, Zitronenseile auch hier. Video schauen, genau wie es geht. Mit kochendem Wasser, Zitronenseile im Arien und dann da einen Maxi-Tank einfüllen und ein paar Tage stehen lassen. Nein, Blödsinn, einen Tag einfach. Am besten 24 Stunden danach könnt ihr es schön rausnehmen, das geht sich normal aus. Desto mehr Zitronenseile es nehmt, desto schneller geht. Würde ihr erhitzen es nachher auch nochmal zwischendurch, könnt ihr euch aber auch sparen. Kann ich als Erfahrung sagen. Oder Dax, was sagst du dazu? Ja, wenn man unter Zeitdruck steht, kann man es richtig warm machen, dann hat man das auch unter ein paar Stunden erledigt. Wenn man Zeit hat, einfach über die Nacht stehen lassen. Hat man keinen Haken. Genau, passt. Gesundheit! Dax, welch Glykodeckel? Glyko, der zeigt Gebrauchsspuren. Der zeigt 10 Jahre. Ja, der ist schon 10 Jahre alt, ja. So ist das, das waren die Aufhänge von unserer Maxi-Karriere, aber der gehört unbedingt wieder drauf, oder? Now they trying to hit me, I can't call back. If you ain't fam, I can't relate, babe. Oh, I seen them coming from a mile away. I don't even listen. Ja, dein Deckel ist drauf, Alter, legst du mich einmal. Passt auch wieder gut, hä? Feder. Mit dem Kollegen, was du da gebracht hast. Feder, Feder, Roger Federer, sage ich dir nur. Factory steht oben. Setzt an. Beim Hagel ziehen. Und das geht sich dieses Mal nicht aus. Es wird es sich jetzt ausgehen. Wohin, ist ich nix. Du musst. Ha! Du musst am Ende so schauen. Okay, nachher. Ich wollte es nicht wissen, wie er es gemacht hat, aber er hat es mit einem Traubenkugel gemacht. Weil es so schön gegangen ist, zeigen wir das Ganze nochmal her. Jetzt hat er es extra nochmal runtergenommen. Vielleicht, ich halte mir aber trotzdem wieder die Augen zu, weil es war extrem arg gewesen. Alte russische Methode. Da rein. Anhalten. Ja, jetzt legst du mich einmal. So, Dax, wir brauchen da Öl drinnen. Was hast du da für uns für einen Schrauben? Ja, wir haben da einen Magnetschrauben. Am Dax Factory. Unten Magnet drauf. Das heißt, der zieht euch alle metallischen. Sehen wir gleich, was alles umpickt. Okay, nach 10 Minuten Sucherei haben wir wieder gefunden. Ganzen Späne runter tun. Sollen wir gleich Öl einfüllen? Ja, was macht deine Frage? Motorgetriebe Automatiköl. Okay. Okay, das heißt, der ist auch drauf, der Deckel. 10 von 10, oder? Das heißt, das Einzige, Vollende. Was noch fällt. Ja, bis auf die Bremsen, aber. Die Bremsen und der Fußraster fällt jetzt noch. Ah, Fußraster. Fußraster, aber wir haben ein Problem. Ich glaube, mir fällt der zweite Teil nämlich. Wir nehmen die Buchschub-Fußrasten einfach her.
die passen für das Projekt recht gut, weil wir auf der anderen Seite nämlich den Fuß woanders hinbekommen, gell? Und mit unserem Auspuff passt das dann recht gut eigentlich. Ich habe da schon von Dax Factory die Buchsen montiert, die kriegt ihr im Dax Factory Shop, gell? Sind eigentlich halt noch viel mehr aus wie die von Buchshop. Solltet ihr euch auf jeden Fall alle kaufen. Auf der anderen Seite müssen wir normal sein und da mit dem Auspuff müssen wir seitenverkehrt sein. So, dass wir oben sitzen wie ein Telemark-Skiläufer. So? Nein. Da hinten muss er stehen. So. Zum Bleistift, ja. Passt. Fundus. Oder was hast du? Funden. Ja, passt. Drauf. Können wir den Fuß halbwegs draufhalten, oder? Ich stehe so um den Telemark-Skifahrer wahrscheinlich, weil der Fuß aus der einen da, einer da ist. Zieht's nicht mehr auf, ja? Soll ich das jetzt sagen, wie wir die 130 fahren, mit welcher Position oder was? Mhm. So circa? Ja, wir sind viel zu hoch, das habe ich schon gemerkt. Oh ja. Ich lebe am Limit, habe ich so gesagt. Und dann fahre ich so, nur mit drei Fingern halten. So circa. Mhm. Du kannst sogar trinken währenddessen, oder was? So macht man das halt, ein bisschen deppert. Stimmt, habe ich aber eigentlich, ich sag's euch. Stark. Seid ihr bereit für den ersten Start? Das ist so geil. Ich bin bereit, Alter. Guter Tag für den ersten Start. Das ist echt geil, da sind wir drei Reifen. Findest du geil? Ja, ist cool. Du als alter Spezialist? Echt cool. Das ist geil geworden, gell? Mhm. Sollen wir es jetzt auch reißen, Dax? Kennst du den auch? Ja. Dosenhalter. Florian, was sagst du? Ist geil. Neuer Besitzer vom Blueprint-Traumann, hä? Ja. Wahnsinn. Start du auch. Ich? Ja. Joker. Die Bremsen jetzt aber komisch, gell? Oh ja, also entlüften auch nicht. Keine Entlüft. Ich kann mal leichten Gas geben. Rein, oder? Sauber, Dombo? Wacker? Ja, der Reifen ist nicht aufgelassen. Der Reifen ist die Luft heraus. So. Ich hör's auf, oder? Oder was meinst du?
Ich hab nur 30 km/h. Wir haben das Louis Vuitton-Maxi gestartet am Tag nach der Weihnachtsfeier. Hochkarätige Gäste haben wir auch da gehabt, gell? Wir haben gestern alles gegeben, oder? Ein bisschen mehr wie alles. Wann war gestern? Alles und noch was dazu. Alles und noch was dazu. Haben wir gegeben. 115%, würde ich sagen. Wir haben jetzt ein bisschen... Ich weiß nicht, was wir gegeben haben. Ja. Wir haben also das Mobile fertig jetzt zusammengebaut. Das erste Mal angestartet, first start. Und nächste Woche werden wir es anstimmen. Und dann wird demnächst der erste Versuch stattfinden. Mit 130 km/h, Florian, schaffen wir.